Herzlich willkommen zu einem weiteren Praxisbeispiel des Wissensmanagement MOOC 2016. Heute begrüßen wir, das sind Dirk Liesch und Gabriele Vollmer, Frau Christine Gebler von der Stadt Mannheim. Frau Gebler arbeitet dort im Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung und verantwortet unter anderem das Thema Wissensmanagement. Die Stadt Mannheim hat insbesondere ein Vorgehen zum Wissenstransfer entwickelt und Frau Gebler, da sind wir jetzt schon neugierig zu hören, was genau Sie da bei der Stadt Mannheim tun. Aber erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview. Ja, herzlich willkommen zum Wissenstransfer bei der Stadt Mannheim und vielen herzlichen Dank an Gabriele Vollmer und Dirk Liesch, dass wir die Gelegenheit haben, auf dieser Plattform unser Vorgehen vorstellen zu können. Ich bin Christine Gebler, bin im Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Mannheim verantwortlich für das Wissensmanagement bei der ganzen Stadt, bei der gesamten Stadtverwaltung und möchte Ihnen jetzt im Anschluss daran gleich vorstellen, wer wir sind, ganz kurz, und dann einen Überblick geben, wie wir mit diesem Wissenstransfer vorgehen. So, dazu wechsle ich mal auf unsere Inhalte. Unser Fachbereich versteht sich so, dass wir die verschiedenen Bereiche, das heißt die Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Mannheim, dabei unterstützen, ihre Aufgabe möglichst gut ausführen zu können und die Führungskräfte in die Lage zu versetzen, ihre Ziele zu erreichen. Und das ist demzufolge ein Angebot, das wir als internes Beratungsangebot sehen und den verschiedenen Dienststellen bei der Stadt Mannheim anbieten. Aber wer ist die Stadt Mannheim erstmal? Mannheim hat 320.000 Einwohner etwa, liegt in der Metropolregion Rhein-Neckar und die Stadtverwaltung ist mit etwa 8.000 Beschäftigten eine Organisation von Konzerngröße. Wir haben ca. 40 Dienststellen und demzufolge etwa 180 Führungskräfte. Unser Haushaltsvolumen beträgt in etwa über 1 Milliarde Euro und wenn wir über die verschiedenen Dienststellen und Ämter und Bereiche drüber schauen, dann haben wir ca. 260 verschiedene Berufe. Daran zeigt sich schon, dass die Stadtverwaltung sehr, sehr vielfältig aufgestellt ist, was die verschiedenen Professionen betrifft. Und wir kommen später bei dem Thema auch nochmal auf das Thema Experten zurück, wenn es um den Wissenstransfer, wenn es um Erfahrungen und um Wissen geht, das wir versuchen zu sichern, damit es weitergegeben werden kann. Ich werde Ihnen in den nächsten circa 30 Minuten vorstellen, was unsere Ausgangssituation ist und welche Ziele wir mit dem Wissensmanagement haben, dann welche Methodiken wir anbieten zum Wissenstransfer. Da gibt es zwei Varianten, nämlich den individuellen Wissenstransfer und den strukturellen. Und dann am Ende einen kleinen Ausblick machen, wie es weitergehen wird und was wir noch so vorhaben. Wissensmanagement verstehen wir, was unsere Ausgangssituation betrifft, so, dass es bei uns insbesondere darum geht, Informationen gezielt den Menschen, den Beschäftigten zu geben, die darauf angewiesen sind mit ihrer Aufgabe, auch bei ihrer Stelle, damit sie gut arbeiten können und zielgerichtet auch ihre Ergebnisse zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, es ist innerhalb einer Verwaltung, mit Sicherheit auch in anderen Organisationen so, dass wir eigentlich nicht zu wenig Informationen haben, sondern vielleicht eher zu viele oder vielleicht auch die falschen Informationen oder diese Informationen zum falschen Zeitpunkt. Und meiner Meinung nach gehen viele der Ansätze des Wissensmanagements auf explizites Wissen. Und unser Ziel mit dem Wissenstransfer, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist, dieses eher implizite Wissen eben erstmal zu dokumentieren und dann auch weitergeben zu können an Beschäftigte, die auf einer Stelle, die eben vom Vorgänger freigelassen wurde, weitergeben zu können. So, unsere Ziele für das Wissensmanagement, die wir formuliert haben, das sind eine Stadtverwaltung, die sehr strategisch aufgestellt ist. Das heißt, wir haben auch 8 nach außen wirkende strategische Ziele. Also unsere Ziele des Wissensmanagements sind vor allem zum einen Wissen als eine Ressource zu verstehen und Führungskräfte zu sensibilisieren,
dafür, dass Wissen auch gemanagt werden muss. Das heißt, dass man sich um Wissen, um Informationen und auch um Erfahrungen letztlich kümmern muss, damit die für andere verfügbar sind und dass sie geteilt werden. Und das zweite große Ziel, und da passt dieses Vorgehen, das ich gleich vorstellen werde, ganz gut rein, ist es eben, standardisierte Vorgehen zur Verfügung zu stellen, mit denen das entsprechende Wissen gehoben, dokumentiert, gesichert und auch weitergegeben werden kann. Sie kennen wahrscheinlich alle die Situation, es gibt in einem Bereich ein Team oder vielleicht auch eine Abteilung mit mehreren Mitarbeitern. Und die Gründe, warum Menschen Stellen wechseln oder warum sie weggehen oder eben vielleicht auch in Ruhestand oder in Pension gehen, sind unterschiedlich. Und auch die Zeitpunkte sind manchmal geplant, aber nicht immer. Also das heißt, wir haben unterschiedlichste Fälle, warum Vakanzen in Bereichen entstehen. Und in diesen Fällen wollen wir mit dem Wissenstransfer absichern, dass die wichtigsten Erfahrungen oder die wichtigsten Informationen auch für den Nachfolger, für eine Einarbeitung oder vielleicht auch für Vertreter oder Kollegen im Bereich zur Verfügung stehen. Ja, ich komme zum Wissenstransfer, dem Instrument, das wir haben, um Wissen zu sichern. Schauen wir uns dazu auch nochmal ein paar Zahlen an, die für die Stadt Mannheim relevant sind. Wenn man die Kurve der geplanten Austritte, wir nennen das die Fluktuationsprognose unseres Stammpersonals, anschaut, dann sieht man, dass ab 2021, also ab dem Jahr 2021, sich die Zahl der Austritte pro Jahr etwa verdoppelt. Das und natürlich grundsätzlich auch die Erfordernis, dass wir uns um das Thema Wissen kümmern, war für uns Anlass, darüber nachzudenken, dass wir mit einem Wissenstransfer oder einem Vorgehen benötigen, mit dem wir Wissen dokumentieren. Wenn man sich diese Kurve nochmal anguckt, dann könnte man jetzt vermeintlich drauf kommen, dass es ja noch ein bisschen Zeit ist, bis man mit Wissenssicherungen aktiv werden muss. Wenn man aber berücksichtigt, dass sich viele von unseren Beschäftigten eben überlegen, dass sie vielleicht doch 2, 3 Jahre früher in Rente oder in Pension gehen, weil der Partner schon zu Hause ist oder weil sie noch ein bisschen Lebensqualität genießen möchten und das zurückrechnet von 2021, wo die Kurve deutlich hochgeht, dann sind wir im Jahre 2019 oder vielleicht sogar 2018. Das bedeutet für uns, dass wir wahrscheinlich schon im nächsten Jahr 2018 mit einer steigenden Zahl von Wissenstransferprozessen beginnen müssen. Dazu kommt, dass es einfach auch sinnvoll ist, mit dem Wissenstransfer nicht erst 2 oder 3 Monate, bevor derjenige ausscheidet, zu beginnen, sondern eben vielleicht schon ein Jahr vorher, bevor sein Austrittsdatum relevant ist, um eben ein bisschen Zeit zu haben, um das Arbeitsgebiet aufzuarbeiten und die Kollegen einfach auch noch ein bisschen Zeit haben, die Dinge vorzubereiten. So, und warum Wissenstransfer hinzukommt, also zur Problematik, dass Beschäftigte aus unterschiedlichsten Gründen ihre Stelle verlassen, dass sich ständig auch Strukturen, Abläufe und Aufgaben verändern, also dass wir auch intern ständig dabei sind, unsere Strukturen zu optimieren. Und wenn Beschäftigte auch intern wechseln, beispielsweise auf eine neue Aufgabe, dann nehmen sie das Wissen, das sie auf der bisherigen Stelle gesammelt haben, ja mit. Und neue Kollegen kommen nach. Und diesen Kollegen wollen wir die Einarbeitung erleichtern. Wir wollen den Kollegen, die im Team parallel arbeiten, auch die Vertretung erleichtern und einfach ermöglichen, dass Führungskräfte ein passendes Instrument haben, um auf diese Situation zu reagieren. Die Wirkung, die wir uns davon versprechen, und da sind wir im Moment in einer Phase, wo wir auch ständig am Evaluieren sind, die Wirkung ist, dass Informationen besser verfügbar sind, dass Stellen und Aufgaben gut aufbereitet sind und Menschen, die eben neu auf eine Stelle kommen, sich leichter, schneller und effizienter einarbeiten können. So, jetzt stelle ich Ihnen die Methodik vor, die Varianten des Wissenstransfers bei der Stadt Mannheim. Vorneweg möchte ich sagen, dass es für uns kein isoliertes Konzept oder Vorgehen ist, sondern verknüpft mit verschiedenen anderen Instrumenten und Konzepten, die wir einsetzen. Diese Instrumente, die sind teilweise in den letzten Jahren entstandenen großen Change-Prozess eingeführt worden, also so zum Beispiel die Führungskompetenzbewertung,
oder wo es einen direkten Schnittpunkt, eine Schnittstelle zum Wissenstransfer gibt, der Einarbeitungsplan, den wir insbesondere für Führungskräfte zur Verfügung stellen, damit die eben sich sehr effizient einarbeiten können. Außerdem hat das Konzept, das ich Ihnen gleich vorstellen werde, auch einige Schnittstellen zum Bereich Personalentwicklung. Das werde ich nachher dann im Anschluss dran aufzeigen. Generell verstehen wir den Wissenstransfer als ein strukturiertes Vorgehen, um Informationen zu sichern. Wie gesagt, dass wir den Dienststellen anbieten, den Führungskräften und dann eben auch den Menschen, die die Stelle verlassen, den sogenannten Wissensgebern. Und in Kombination mit anderen Instrumenten, die Sie hier sehen, erwarten wir auch Synergieeffekte. So, die beiden Varianten des Wissenstransfers, die sind schon angeklungen. Die eine Variante, das ist das, worauf ich bei den letzten Folien fokussiert habe, das ist die Situation, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel in Rente geht oder vielleicht auch gekündigt hat oder eben eine berufliche Pause einlegt. Diesen nennen wir individuellen Wissenstransfer und der läuft, wenn man so will, anlassbezogen oder präventiv. Die andere Variante ist der Wissenstransfer, die Wissenssicherung mit einem ganzen Bereich. Das heißt mit Mitarbeitern, die beispielsweise in einem Team arbeiten und Zuständigkeiten verändern oder auch einem Bereich, einem Team, das aufgelöst wird, in andere Bereiche verlagert wird. Also das bedeutet für uns, wenn wir strukturelle Veränderungen der Organisation haben. Deswegen heißt das für uns auch der strukturelle Wissenstransfer. Und je nachdem, wir können auch beide Situationen miteinander kombinieren. Auch das kommt vor, also beispielsweise ein Leiter eines Teams geht in Pension, der Rest des Teams wird in verschiedene Bereiche verlagert und die beiden Vorgehen, die können auch miteinander kombiniert werden. Das heißt, wir nehmen Teile, methodische Teile aus dem individuellen, aus dem strukturellen Wissenstransfer für einen Wissenstransferprozess. So, ich beginne mit dem individuellen Wissenstransferprozess für einzelne Beschäftigte. Die Situation für diesen individuellen Wissenstransfer, die kennen Sie alle. Sie sind vorhin schon angeklungen. Das ist beispielsweise das Ende oder die Pause der aktiven Berufsphase. Es kann aber auch sein, dass es ein interner Aufgaben- oder Stellenwechsel ist oder dass jemand eben kündigt, zu einem anderen Arbeitgeber geht. Oder auch, das ist bekannt unter dem Stichwort Projektleitungs-Debriefing, der Abschluss eines großen und strategisch wichtigen Prozesses. Daneben haben wir gleichzeitig noch eben die Organisationsveränderungen und hier stehen besonders im Fokus Führungskräfte, vor allem die Führungskräfte auf Fachbereichsleitungsebene oder Abteilungsebene, in Einzelfällen vielleicht auch Fachgebietsleitungen, sowie Experten oder eben Projektleitungen, Projektbeteiligte. Das sind für uns Menschen, die meist als Stabsstellen oder als einzelne Beschäftigte besondere Aufgaben haben, die so kein anderer Kollege hat. Oder eben Menschen mit spezifischen Aufgaben, die eben zum Beispiel teilweise eine Aufgabe ausführen, für die sie die einzigen sind, die spezielles Wissen haben, das uns wichtig ist und das wir dokumentieren wollen. So, und hier haben wir gleich ein Beispiel, das ist die Margit Schwert aus dem Fachbereich Stadtplanung, die jetzt im letzten Jahr zum Ende des Jahres in Rente gegangen ist, nach 30-jähriger Berufszeit. Sie war zuständig für Verkehrsplanung und Wegweisung in Mannheim und war die Einzige, die sich so richtig und am besten mit dem Thema ausgekannt hat, die das Arbeitsgebiet auch aufgebaut hat. Und mit ihr haben wir einen Wissenstransfer durchgeführt im letzten Jahr 2016. Und sie ist so mein Paradebeispiel, weil sich aus dem Prozess mit ihr einfach auch nochmal, da komme ich später nochmal drauf zurück, ein sehr gutes Beispiel ergeben hat. Wie verläuft dieser individuelle Wissenstransfer? Bei diesem Wissenstransfer handelt es sich im Kern um eine Art Workshop. Darauf komme ich gleich zurück. Dieser Workshop, der wird vorbereitet und zwar führen wir mit dem Wissensgeber, mit der Wissensgeberin und der Führungskraft, der Vorgesetzte dieser Person ist, ein Informationsgespräch durch, wo wir das Setting, also die Zusammensetzung des Workshops besprechen
und der Wissensgeber darüber informiert wird, was da auf ihn zukommt. Dieses Gespräch, das dauert etwa 45 Minuten und kommt einer Art Auftragsklärung gleich. Der Wissensgeber muss im Prinzip für diesen Workshop nichts vorbereiten, aber er hat dann einfach schon mal einen Eindruck davon, was in diesem Workshop passieren wird. Dann folgt, das ist auch relativ kurzfristig möglich, der eigentliche Workshop. Der Workshop dauert circa 4 Stunden, ist eine Art geführtes Interview und dokumentiert wird auf Metaplanwände oder auf Flipchartpapier, also das heißt ganz analog, nicht digital, das, was in diesem Workshop über die verschiedenen Instrumente und Methoden zur Sprache kommt. Und im Anschluss an den Workshop überlegen wir dann gemeinsam, wie es nach dem Workshop mit den Ergebnissen weitergeht. Im Anschluss an den Workshop bereitet der Wissensgeber oder Wissensgeberin die wichtigsten Informationen auf. Wir treffen uns nochmal, um die Dokumentation des Workshops die Qualität zu sichern. Und von den Wissensgebern, die das bereits gemacht haben, das sind etwa 20 oder über 20 im letzten Jahr, dass dieser Aufwand sich auf 1 bis 2 Tage Nachbearbeitung beläuft. So, und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, den Fall hatten wir bisher noch nicht, ist aber mit Sicherheit auch relevant, ein sogenanntes Abschlussgespräch zu führen, beziehungsweise dass die Ergebnisse dieses Wissenstransferprozesses im weiteren Kollegenkreis, im Team präsentiert wird. Das heißt, man macht oder organisiert eine Präsentation, man kann dann nochmal darüber diskutieren, was für offene Fragen aufgetaucht sind und außerdem, das gilt aber für diesen gesamten Prozess, wird geklärt, wo die Dokumentation aufbewahrt wird, wer sie pflegt, also das heißt, die Informationen aktuell hält und wer vor allem, das ist uns besonders wichtig, die Übergabe an den Nachfolger auf der Stelle wer diese übernimmt. Also das bedeutet, dass wir sehr wichtig finden, dass die Dokumentation nicht einfach dem Nachfolger auf den Tisch gelegt wird, sondern dass da ein persönliches Gespräch mit einer Erläuterung der Inhalte erfolgt. So, und dieser das heißt, aber Entschuldigung, Frau Gebler, wenn ich kurz was jetzt fragen muss. Der Nachfolger ist dann zu dem Zeitpunkt noch nicht mit dabei. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr heterogen. Also wir haben Stellen, die Nachfolge schon oder die Nachfolgerin. Ist eher die geringere Zahl der Fälle. Meistens ist es so, dass die Stelle mehr oder weniger nahtlos besetzt wird, also dass es eine kurze Übergangszeit gibt oder eben vielleicht auch 4 Wochen, wo die Stelle nicht besetzt ist. Das hängt ganz davon ab, wie schnell die Stelle ausgeschrieben wird und wie lange wir dann dafür benötigen, Nachfolge zu suchen für die Stelle. Es gibt auch Fälle, wo wir eine Stelle, sagen wir mal, ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein Jahr unbesetzt haben. Und da finde ich es umso wichtiger, dass die Dokumentation gepflegt wird und dass die Informationen aktuell gehalten werden. So, und dieser ganze Prozess, auch da sind wir im Moment noch in der Phase, wo wir sehr genau gucken, was für Nutzen hat der Nachfolger, die Nachfolgerin, also was haben die tatsächlich von dieser Dokumentation, was bringt ihnen, was erleichtert ihnen tatsächlich die Einarbeitung, und wir fragen auch die Wissensgeber, wie dieser Prozess für Sie war, und haben demzufolge, jetzt was das Verfahren insgesamt betrifft und auch die einzelnen methodischen Schritte, mehrere Varianten oder, wenn man so sagt, Überarbeitungen schon hinter uns und glauben, dass wir auf einem ganz guten Stand angelangt sind, was die Methodik betrifft. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Ich glaube schon, oder? Ja, wunderbar. Ja. So, jetzt taucht natürlich auf, wenn wir von Workshop reden, wer ist denn beteiligt an diesem Workshop? Wer kann in diesen Workshop mit rein, wer kann teilnehmen? Gesetzt bin, glaube ich, das ist wahrscheinlich völlig klar, der Wissensgeber, die Wissensgeberin, also das ist der oder die Beschäftigte, die Stelle verlassen, und eine Moderatorin, ein Moderator, also das heißt, das ist die Person, die so durch diese verschiedenen Instrumente führt und eben dieses geführte Interview führt. Und was für uns auch wichtig ist, weil wir diesen Wissenstransfer eben auch als ein Vorgehen betrachten,
bei dem die Führungskraft aktiv beteiligt ist und dieses Vorgehen auch aktiv einsetzt. Das heißt, auch die Führungskraft des jeweiligen Wissensgebers ist immer Mitglied dieses Workshops, also als Teilnehmer dieses Workshops. Das sind die direkten Vorgesetzten, also das heißt, die auch im Mitarbeitergespräch beispielsweise die direkten Ansprechpartner sind. So ein optional, und es kommt häufig vor, dass wir eben sagen, warum nicht das Wissen gleich weiterverteilen. Das bedeutet, dass wir auch die Stellvertreter beispielsweise in die Workshops mit reinnehmen oder beispielsweise auch die Kollegen, also die vielleicht auf der gleichen Ebene tätig sind oder die in einem Prozessschritt vor oder nach dem Prozessschritt, die der Wissensgeber vertritt, eben eine wichtige Aufgabe oder eine wichtige Rolle spielen und deswegen auch da sagen, es ist gut, wenn wir auf die Art und Weise im Workshop direkt mit O-Ton dieses Wissen noch teilen können. Und denkbar wäre eben auch, vielleicht auch Fachkräfte aus einem weiteren Umfeld mit reinzunehmen, andere Prozessbeteiligte auch aus anderen Bereichen, sodass wir da einfach gut absichern können, dass die Informationen, die wichtig sind und relevant sind, an die Kollegen gehen. So, auf dieser Folie sieht man, wenn man so will, alles, was in dem Workshop passiert in diesen 4 Stunden. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei der Stadt Stuttgart, bei der wir die Ausgangsmethoden uns abschauen durften, also möchte ich mich bedanken. Und wir haben dieses Vorgehen erweitert, ein paar Methoden mehr reingenommen und genau das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Also wir haben verschiedene Module, wenn man so will. Also es ist ein modulartig aufgebauter Workshop mit verschiedenen Methoden, die man hier auf der rechten und auf der linken Seite sehen. Wir fangen in dem Workshop an, das ist auch so ein bisschen Anwärmphase für Wissensgeber und für Moderator und vielleicht auch Führungskraft mit dem sogenannten Wissensbaum. Wir beziehen oder wir schauen bei der Erstellung dieses Wissensbaums eher auf die Person. Das heißt, es wird gefragt, was sind die Wurzeln, welche Vergangenheit hat die Person beruflich, was waren vielleicht auch so die Highlights in der bisherigen Tätigkeit. Dann schauen wir nochmal, was ist im Laufe der Berufstätigkeit, was symbolisiert den Stamm, dazugekommen, was ist an dazugewachsen, vielleicht wie die Jahresringe bei einem Baum. Und in der Krone machen wir einen ersten kurzen Überblick über die Aufgaben auf der Stelle. Das heißt, man sieht so von einem großen Maßstab, welche Tätigkeiten beinhaltet diese Stelle. So, und dann gehen wir, das dauert etwa eine halbe Stunde, auf die andere Seite und schauen sehr stellenbezogen, was sind die verschiedenen Aspekte zu der Tätigkeit. Und das geht los, indem wir zuerst mit dem Aufgabenfächer eben immer detaillierter erarbeiten, welche Aufgaben der Wissensgeber auf seiner Stelle erledigt. Das sieht man, ich sag mal, auf eine mittlere Detaillierungsebene, um welche Themen es geht, auch was immer wiederkehrend vielleicht auch auftaucht an Dingen, die der Wissensgeber erledigt oder auch welche Projekte zum Beispiel auf seiner Stelle anhängig sind. Das nächste ist, dass wir einen Kompetenzgrad erstellen, in dem die Kompetenzen unterschieden nach Fachkompetenz, Methoden und Sozialkompetenzen aufgezeichnet werden. Dann nehmen wir auch vielleicht auf eine chronologische Art und Weise, welche Routinen der Wissensgeber der Reihe nach täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, halbjahresweise und im ganzen Jahr immer wiederkehrend an Tätigkeiten erledigt. Es kann auch sein, dass manchmal Dinge auftauchen, die nur alle 2 Jahre relevant sind und dann werden die aufgezeichnet. Dann in der nächsten Methodik schauen wir, in welchen Gremien ist der Wissensgeber vertreten, welche Mitgliedschaften bringt er mit, also in Arbeitskreisen beispielsweise, in städteübergreifenden Netzwerken. Und wir erstellen eine Netzwerkkarte, in der die Kontakte, die der Wissensgeber hat, zu bestimmten Themen verschlagwortet werden und mit den Kontaktdaten auch zu den einzelnen Personen dokumentiert. Dann kommt, ich nenne das meine Top-5-Listen, wenn man so will.
Also das heißt, eine Sammlung der Dinge, die prioritär sind oder die eben den großen Zeitanteil auf der Stelle einnehmen. Das sind zum Beispiel so Dinge wie, was sind die wichtigsten Prozesse, wer sind die wichtigsten Kunden, was waren die größten Projekte oder was sind zum Beispiel auch die häufigsten Risiken, sodass ein Wissensnehmer, also das heißt der Nachfolger auf der Stelle, einen guten Eindruck davon bekommt, welche Tätigkeiten besonders wichtig sind oder bei welchen Fällen besonders aufgepasst werden muss. Das ist eine Sammlung, die stattfindet. So, dann gibt es eine Art strategischen Ausblick auf einen Zeitstrahl. Das heißt, es wird etwa 5 Jahre zurückgeschaut. Was waren da so die wichtigsten Veränderungen, die wichtigsten Projekte auf strategischer Ebene, die der Bereich hinter sich hat? Dann wird als zweiter Aspekt dazu geschaut, was sind jetzt gerade aktuell die wichtigsten Projekte oder Tätigkeiten oder vielleicht auch Themen. Und dann nochmal so 5 Jahre in die Zukunft. Der Nachfolger, mit welchen Themen beispielsweise muss in den nächsten 4, 5 Jahren gerechnet werden, mit welchen Trends. Das kann zum Beispiel sein, oder hatte ich schon erlebt, im Bereich Umweltschutz, da tauchen neue chemische Stoffe auf, mit denen der Bereich umgehen muss in der Zukunft, die weil im Moment noch nicht aktuell sind. So, und zu guter Letzt frage ich die Wissensgeber dann noch danach, was ihre wichtigsten Tipps für den Nachfolger sind. Das sind manchmal persönliche Einschätzungen, das sind Erfahrungen, die da zur Sprache kommen und die werden einfach aufgeschrieben und können im Nachgang dann in der Dokumentation auch noch ergänzt werden, wenn da nochmal was auftaucht. So, das ist also der methodische Inhalt des Workshops und im Anschluss, bis zum Ende des Workshops hin, überlegen wir dann noch gemeinsam, wie die Nachbereitung ablaufen wird, was in der Dokumentation vielleicht noch dazukommen sollte, beispielsweise an Checklisten oder Prozessbeschreibungen, damit der Nachfolger eine gute Einarbeitung vorfindet. Und es gibt dann, wie vorhin auch schon gezeigt, nochmal ein kleines Treffen, wo wir die Dokumentation qualitätssichern, also wo ich auch nochmal mit meinem externen Blick drauf schaue, im Sinne von, wäre gut, dann noch was zu ergänzen oder ist etwas nicht verständlich, damit eben der Nachfolger auch ein gutes Verständnis von dieser Dokumentation haben wird. So, hier sieht man auf dieser Folie auch so ein bisschen, wie wir hier arbeiten mit diesen Metaplan-Plakaten und Wänden. Also hier beispielsweise den Wissensbaum auf der linken Seite oder den Aufgabenfächer, das Kompetenzrad oder die Aufzeichnung der Routinen wie so ein Jahresrad. Und was ich hier vor allem zeigen möchte, das sind die Zusatzangaben, die dann später in der Dokumentation dazukommen. Das heißt, wir nehmen die Angaben auf den Plakaten verschriftlichen die in Tabellen. Und diese Tabellen, die werden dann vom Wissensgeber noch ergänzt, beispielsweise beim Aufgabenradar durch den Standort von Informationen, die wichtig sind zu der Aufgabe. Das können beispielsweise Ordner oder Laufwerkverzeichnisse oder vielleicht auch Akten mit Aktenplannummern sein, sodass der Nachfolger zu den bestimmten Aufgaben sehr, sehr schnell eben weiß, wo muss ich nachgucken, wo finde ich zu dem Thema was. Bei den Routinen, auch das wird einfach abgeschrieben, da ist dann sehr übersichtlich dargestellt, wann kommt was auf den Nachfolger zu. Also zum Beispiel haben wir Personen, Beschäftigte, Teamleiter im Bereich ist, die sind die Grünflächen, wo morgens ein Meister seine Kolonnen, die rausfahren, um die Grünflächen zu mähen, jeden Tag seine Kolonne aufstellt oder einteilt. So. Hier gibt es noch den zweiten Teil der Methoden. Auch hier möchte ich nochmal vor allem zeigen, die Netzwerkkarte, aus der die verschiedenen Kontakte ersichtlich sind. Hier ist der Mehrwert der Ergänzung, die der Wissensgeber einträgt, dass diese Kontakte verschlagwortet werden. Das bedeutet, dass jeder Kontakt mit einem bestimmten Thema versehen werden. Also beispielsweise ist es ein Experte, den ich zum Beispiel mal anrufen kann, wenn ich was zum Thema Projektmanagement wissen möchte, weil dieser Kontakt ein Experte zum Thema Projektmanagement ist.
Hier sehen Sie die Top-5-Listen. Das heißt, hier sieht man auch ganz schön, wir arbeiten da teilweise mit Post-its, weil es sehr, sehr effizient und schnell geht in der Metaplanarbeit. Also das heißt, wir sammeln, das ist ein Brainstorming, was sind die wichtigsten Themen oder Kontakte oder Kunden oder Risiken. Hier sieht man dann die Tipps und die strategisch wichtigen Themen, die einfach aufgezeichnet werden. So, und Frau Ebler, ich habe noch eine kleine Verständnisfrage. Bei der Folie von gerade oder die beiden von gerade, verstehe ich das richtig, dass manche Ergebnisse dann auch übertragen werden in Excel oder andere Formen von Dokumenten? Wir machen das sehr, sehr pragmatisch. Das heißt, alles, was auf diesen Plakaten sichtbar ist, wird in ein ganz normales Word-Dokument übertragen. Okay. Mhm. Und da eben, wo es sich anbietet, wie jetzt zum Beispiel hier bei dieser Netzwerkkarte, tabellarisch aufgezeichnet und eventuell, wie gesagt, ergänzt vom Wissensgeber im Nachgang. Ja, das heißt, der Nachfolger bekommt dann sowohl die Fotos der originalen Metaplan als auch dann das, ich nenne es jetzt mal Transkript. Teilweise. Da haben wir auch, ich gehe mal eine Folie noch zurück, wir haben so ein bisschen einen Entwicklungsprozess dazu, auch durch die Evaluation. Also der Wissensbaum, den nehme ich für den Nachfolger aus der Dokumentation raus, weil es eher persönliche Dinge sind, die für den Nachfolger weniger spielen. Beim Aufgabenradar zum Beispiel, da finde ich es extrem wichtig, diese Fotos drin zu lassen, und zwar so, dass es einigermaßen lesbar ist, um einfach diesen Überblickscharakter nicht rauszunehmen, weil wenn Sie diese hier sehen, die zieht sich dann oft über 2, 3 oder 4 Seiten mit dem Standort von Informationen, da geht dieser Überblick über die Aufgabe oder über die Stelle, muss man eher sagen, verloren. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nochmal eine Folie weitergehe, bei diesen Dingen hier, die in Listenform aufgeschrieben werden, da sind es einfach ganz einfache Tabellen oder Auflistungen mit Aufzählungszeichen, die man dann eben deutlich besser lesen kann, wie wenn ich jetzt nur dieses Foto mit dem Post-it in der Dokumentation drinstehen habe, und da würde ich zum Beispiel rausnehmen, wenn es schlecht lesbar ist, also dass nur noch der geschriebene Text in der Dokumentation enthalten ist. Also auch immer so ein bisschen, was macht Sinn, wovon hat der Nachfolger etwas, wenn das Foto noch drin ist, und wenn es wenig bringt oder die Information einfach nur doppelt enthalten ist, dann nehme ich das Foto meistens raus. Ja, vielen Dank. Ja, finde ich interessant. Gerne. So, ich gehe mal eine Folie weiter. Ich hatte ja gerade auch nochmal gesagt, eine Erkenntnis beispielsweise durch die Evaluation, die wir mit den Wissenstransferprozessen machen, war, dass mir beispielsweise eine Führungskraft gesagt hat, ja, die Informationen, die waren eigentlich ganz gut, aber eigentlich gebraucht hätte ich auch noch. So, das bedeutet, die Inhalte dieser Folie sind Ergebnis der Erkenntnis, dass eben an bestimmten Stellen gerade Führungskräfte weitere Informationen brauchen, also die über Aufgaben hinausgehen, beispielsweise zur Personalstruktur im Bereich oder die Liste der Kompetenzen, die Mitarbeiter haben, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick aus dem Telefonbuch oder aus der Personalakte vielleicht auch ersichtlich sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen den verschiedenen Bereichen eben auch nochmal so eine Art Checkliste zur Verfügung stellen, wenn sie eine Führungskraftposition besetzen, was hilfreich sein könnte für eine neue Kraft, wenn die anfängt, für eine neue Führungskraft, und was man dazu zusätzlich zu dem, was vielleicht so selbstverständlich rüberkommt, einfach noch zur Verfügung stellen könnte. Bis hin zu vielleicht mit einem kleinen Zwinkern die Liste der Geburtstage der Mitarbeiter. Das machen zwar manche Bereiche, aber manche vielleicht auch nicht. Und so gerät es dann nicht in Vergessenheit. So, und hier sieht man, hier komme ich auf die Frau Schwert zurück, die ich vorhin schon gezeigt habe. Eine der in dem Fall sehr, sehr positiven Nebenwirkungen von so einem Wissenstransferprozess. Die Frau Schwert hat im Anschluss an diesen Wissenstransferprozess von sich aus begonnen, so ein Handbuch, also das gab es vorher nicht, so ein Handbuch zu erstellen, in dem sie die wesentlichen Fälle, die bei ihrer Aufgabe anfielen, sehr, sehr bildhaft visualisiert hat, wie die der Reihe nach bearbeitet werden, mit Hinweisen, auch wer die entsprechenden Kontakte sind und was bei den einzelnen Fällen zu tun ist.
Also hier diese verschiedenen Reiter, die zeigen auch, welche Varianten zum Beispiel bei der Verkehrsplanung zu berücksichtigen sind. Und das war für mich, glaube ich, auch den Vorgesetzten und den Bereich überhaupt eben auch ein sehr, sehr positives Ergebnis von diesem Wissenstransferprozess. Es kann sein, dass sowas ohnehin entsteht, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt selbstverständlich. So, damit würde ich im Moment den individuellen Wissenstransfer, die Erläuterung dafür mal abschließen und würde übergehen zu dem strukturellen Wissenstransfer. Dieser Wissenstransfer, der ist, wie gesagt, relevant für ganze Teams, für Organisationseinheiten, für Bereiche, die sich verändern, also die Wechsel von Aufgaben, der Struktur oder vielleicht auch von einer ganzen Reihe von Personen vor sich haben. Und diese Veränderungen, die wollen wir begleiten. So, ich zeige erstmal den Ablauf und dann sehen wir gleich auch noch, was da genau an Informationen weitergegeben wird. Der Ablauf ist folgender. Wir schauen zu Beginn, wenn man weiß, es steht eine Organisationsveränderung an oder die ist vielleicht auch schon am Laufen, was sind denn die relevanten Inhalte bei den einzelnen Personen, die verschiedenen Aufgaben innehaben. Also das bedeutet, was ist da interessant, was man den Kollegen besonders aufbereiten sollte und dann eben auch präsentieren sollte. Und auch da läuft im Vorfeld, wenn man will, so eine Art Auftragsklärung mit der Führungskraft oder vielleicht auch mit beiden Führungskräften, wenn zum Beispiel zwei Bereiche zusammengelegt werden, also dass auch alle relevanten Führungsebenen beteiligt werden. Das heißt, es wird geklärt und wird abgestimmt, wie dieser Prozess überhaupt ablaufen soll und was eben genau in diesem Prozess an Inhalten zur Sprache kommen soll. Und hier haben wir dann ein umgekehrtes Vorgehen. Also es ist nicht so, dass gleich eine Veranstaltung stattfindet, die dann im Nachgang dokumentiert wird, sondern hier ist es so, dass die verschiedenen Beschäftigten, also alle, für die eine Veränderung ansteht und die hier in diesem ersten Schritt als relevant identifiziert worden sind, die für ihre Stelle und Aufgabe relevanten Informationen aufbereiten. Wir machen das in Form einer PowerPoint-Präsentation. Man könnte es auch anders machen, aber so haben wir es jetzt vorbereitet. Und diese vorbereiteten, aufbereiteten Informationen zu verschiedenen Aspekten, die ich gleich noch zeige, die werden dann in einer gemeinsamen Präsentation, also zum Beispiel altes und neues Team, die Aufgabe übernehmen, angeschaut, besprochen, diskutiert. Und in dieser Präsentation, in dieser Veranstaltung, das könnte eine Veranstaltung von etwa 3 Stunden sein, wird auch eine Art Themenspeicher eröffnet, in dem die offenen Fragen oder die Themen, die vielleicht noch nicht besprochen sind oder Dinge, die auffallen, die man vielleicht besonders organisieren muss, aufgeschrieben und dokumentiert werden. So, und im Anschluss daran bekommen alle Kollegen diese Dokumentationen, die im Vorfeld entstanden sind, also diese PowerPoint-Präsentationen, die hier vorgestellt werden. Und im Anschluss an diese Veranstaltung werden dann die verschiedenen Themen im Themenspeicher abgearbeitet und die offenen Fragen geklärt. Und so kann dann im letzten Schritt diese Organisationsveränderung vollzogen werden. Bei uns sind es oft auch Verfügungen, in denen dann eben dokumentiert wird, was passieren soll und der Bereich zieht vielleicht um, die Akten werden übergeben. Also all die Dinge, die dann eben passieren, wenn strukturell, wenn jemand vielleicht auch in ein anderes Gebäude wechselt oder eben bestimmte Kollegen in einen anderen Bereich übergehen. Alle die Dinge, die passieren dann im Anschluss. So, und was genau ist da Inhalt des Wissenstransfers? Zum Beispiel erstmal, da kommt es natürlich jetzt auf das Thema an, Zahlen, Daten, Fakten, sage ich mal, zu dem Arbeitsgebiet. Das könnte, wenn es zum Beispiel um ein Projekt geht, die Projektstruktur sein, die Projektbeteiligten, vielleicht die Projektziele und der Projektauftrag. Also die grundsätzlichen Informationen, die wichtig sind, damit ich verstehe, um was es da geht bei dem Thema. Dann im zweiten geht es darum, was sind die wichtigsten Aufgaben, beispielsweise in diesem Projekt und der derzeitige Stand. Da sieht man so ein bisschen klein, es gibt 3 Rubriken. Also in der einen Rubrik wird aufgezeichnet, welche Aufgaben waren in der letzten Zeit besonders wichtig und sind erledigt. In der zweiten Rubrik, welche Aufgaben sind zurzeit aktuell. Und in der dritten Rubrik, die Aufgaben, die in der Zukunft auf den Nachfolger zukommen, die aber noch nicht begonnen sind.
Und wir haben hier klein sichtbar noch zwei graue Felder. Zum einen ein Feld für die Rollen, in der derjenige tätig ist für die verschiedenen Aufgaben und auch die Aufgaben, von denen der bisherige Stelleninhaber sagt, diese Aufgaben, die erledige ich noch komplett bis zum Wechsel oder zum Übergang. So, und auch hier geht es natürlich dann um so Dinge wie vielleicht Projekte, Prozesse oder Kunden oder Budgets, die relevant sind. Auch da führe ich von eben nochmal oder wäre denkbar, das kommt immer so ein bisschen aufs Thema an, was da relevant ist, diese Top-5-Listen aufzuführen und aufzustellen und die zu zeigen, damit eben auch ein guter Eindruck dessen entsteht, was prioritär ist und was so zu den 80% der wichtigen Themen und Fälle zählt. So, dann haben wir das kann eine Folie, also eine Seite sein zu inhaltlichen Fragen, die aufgetaucht sind, dann aber auch die Kontakte, die wichtig sind und vielleicht Informationen zur Kommunikation und Zusammenarbeit von Bereichen, die in dem Projekt relevant sind. Also das heißt, da wird beschrieben, wie funktioniert es denn alles, wie gehe ich denn vor, wer hat mit wem oder wer steht mit wem in regelmäßigen Kontakt, wie kommuniziert man vielleicht auch oder was sind die wichtigen Inhalte, die hier an Informationen fließen. Und es gibt noch weitere Informationen, die eher so ein bisschen ins Informelle gehen, nämlich Erfahrungen. Also beispielsweise zu einem Projekt, das sieht man hier so ein bisschen auf der einen Folie. Also was würde man in einem Projekt dieser Art wieder so machen? Was würde man, der gelbe Bereich, anders machen? Und der rote Bereich, was würde man gar nicht mehr machen oder komplett verändern oder vielleicht ja ganz sein lassen? So, an der Stelle kommen auch informelle Dinge zur Sprache, also im persönlichen Umgang, Dinge, die wichtig sind, um gut mit den Kollegen oder anderen Bereichen oder vielleicht auch externen Firmen oder Konzernen zusammenzuarbeiten und vielleicht auch Empfehlungen im Umgang miteinander. Also Dinge, die man auch vielleicht nicht unbedingt so wörtlich auf die Folien schreiben sollte, aber eben ein Stichwort, damit die als ja, vielleicht Erinnerungspunkt dienen, über den man sich unterhalten sollte oder in dieser Präsentation dann eben auch besprechen kann. So, und zu guter Letzt gibt es auch hier noch diesen strategischen Ausblick, also was war, was ist gerade aktuell und was kommt, damit eben den Personen, die von den Themen dann in der Zukunft betroffen sind, damit da eine gute Einschätzung möglich ist, was die Kollegen erwartet. So, das waren die beiden Varianten zum Wissenstransfer, die wir im Einsatz haben. Und jetzt mache ich noch einen kurzen Ausblick und dann bin ich auch schon fast zu Ende. Und zwar unsere Angebote, die wir zu diesem Wissenstransfer vielleicht auch nochmal so als Rahmenprogramm haben, das ist zum einen natürlich die Initiierung und Begleitung dieser Wissenstransferprozesse. Das ist klar, versteht sich mehr oder weniger von selbst. Die Auftragsgespräche, aber auch zum Beispiel die Kollegen, von denen man weiß, dass sie in absehbarer Zeit gehen, konkret anzusprechen, beziehungsweise die Führungskräfte. Dann haben wir noch ein Vorgehen geplant, mit dem wir nicht nur aktuell, wenn ein Fall auftritt, sondern laufend analysieren wollen, welche Wissenskompetenzverlustrisiken wir für Organisationseinheiten, für ganze Teams haben. Dann gibt es ein jährliches Monitoring der Fluktuation für die Dienststellen. Also das heißt, die Dienststellen bekommen eine Auswertung, wer bei ihnen in den nächsten 5 Jahren geht, mit dem Hinweis, wir unterstützen sie gerne mit dieser Art des Wissenstransfers. Dann natürlich die Moderation dieser Wissenstransfer-Workshops. Und in dem Zusammenhang haben wir in unserem eigenen Bereich, im Fachbereich Personal und Organisationsentwicklung, Moderatoren ausgebildet und werden jetzt in diesem Jahr, im Jahr 2017, auch in den verschiedenen Dienststellen Personen ausbilden, damit die vor Ort einfach näher auch dran sind an den Kollegen oder auch große Gruppen von Kollegen wie zum Beispiel Erzieherinnen oder Schulsekretärinnen selbst begleiten können bei solchen Wissenstransfer-Workshops. Ja, und zu guter Letzt sind wir im Moment dabei, einen SharePoint zum Thema Wissensmanagement aufzubauen, indem wir diese ganzen Informationen, die wir zur Verfügung haben, die Angebote hinterlegen mit Dokumenten, aber auch vielleicht einen Wiki-Bereich aufzumachen
und dadurch auch die Netzwerkfähigkeit der Kollegen, die hier mit den ganzen Dingen befasst sind, zu stärken. So, und nochmal ein kurzer Blick, welche Transferprozesse haben wir schon gehabt. Wenn man das hier ist die Struktur der Stadtverwaltung Mannheim, auf der man den Oberbürgermeister und die anderen 5 Bürgermeister, hier sind 6 Kästchen, deswegen eines ist noch der Oberbürgermeister, auch mit seinen Bereichen. Also die Bürgermeister, welche Bereiche wir haben, wie die Aufteilung ist. Man sieht hier, dass sich das bereits durch die ganze Verwaltung zieht. Das heißt, wir haben in allen Dezernaten bereits solche Wissenstransferprozesse gehabt und in allen Themen, die die Stadtverwaltung mit ihren Dienststellen betreibt. Auf dieser Folie, das ist vielleicht eher eine Vision, die wir verfolgen, sieht man dann, es geht natürlich nicht nur darum, hier zu diesem Anlass, es geht jemand oder es wechselt jemand, einen Wissenstransferprozess zu initiieren, sondern vor dem Hintergrund, dass wir im Prinzip ständig Wissensverlustrisiken haben, das Ganze mehr in den Alltag einzubauen, um das Erfahrungswissen besser zu teilen. Da geht es uns vielleicht eher ums Teilen und nicht nur einfach ums Dokumentieren, Sichern und dann für Nachfolge bereitzustellen. Und da gibt es alle möglichen Tools, die wir stärker einsetzen wollen, nämlich zum Beispiel Vertretungsregelungen, die wir nicht überall haben, Checklisten oder auch Prozessbeschreibungen bis hin zu Mikroartikeln. Und meine Vision davon ist, dass das Alltag wird und dass wir gar nicht so unbedingt mehr diese Situation eines konkreten Anlasses begleiten müssen. So, und damit bin ich am Ende meiner Präsentation des Wissenstransfers und bedanke mich für die Aufmerksamkeit, möchte aber jetzt nochmal einfach auch fragen, was ist offen geblieben oder was wäre noch wert nachzufragen, was gibt es da von Ihrer. Ja, Frau Gebler, erstmal vielen Dank. Ich bin total beeindruckt. Ich finde das klasse, was Sie da machen. Das ist sehr systematisch, sehr strukturiert, wie ich finde. Auch der Workshop beim persönlichen Transfer, ist das nur ein Workshop? Weil ich kann mir das für 4 Stunden, das erscheint mir extrem knapp in der Zeit. Also es ist zugegebenermaßen schon sehr getaktet. Manche von den Themen kann man nur anreißen. Deswegen haben wir auch dann nochmal eben diese Zeit vorgesehen für die Nachbearbeitung der Dokumentation, weil wir aber auf der anderen Seite auch festgestellt haben, teilweise ist es gar nicht möglich, also dass jemand die Kontaktdaten aller seiner Kontakte im Workshop nennt, die da aufschreiben, das macht für uns keinen Sinn, sondern das ist für mich eher eine Geschichte der Nacharbeit. Das bedeutet, dass wir erklären, wie das funktioniert mit den Kontakten und dass derjenige das dann nachträgt. Aber es ist schon eine getaktete Geschichte. Also das ist ja, das ist intensiv. Das glaube ich Ihnen gerne. Das heißt, Sie hatten ja gesagt, also jetzt auch nochmal betont, da gibt es Nacharbeiten. Wie früh vor dem eigentlichen Weggang oder Wechsel findet denn dann dieser Workshop idealerweise, sicher nicht immer, aber idealerweise statt? Sie sprechen es an. Idealerweise wäre es etwa ein Jahr oder bis maximal ein halbes Jahr vor dem Weggang der Person. Das gelingt uns teilweise jetzt schon, weil wir natürlich Monitorinnen auch eher präventiv mit der Methode losgehen können, aber natürlich nicht immer. Und wenn man zum Beispiel den Fall hat einer Kündigung, nehmen wir mal an, es ist 2 Monate Kündigungsfrist, dann wird die Zeit sehr knapp, wenn die Person zum einen noch 3 Wochen Urlaub abfeiern muss und auf der anderen Seite eben vermehrt Druck und Zeitdruck hat, um die restlichen Aufgaben noch abzuwickeln, dann ist es sehr, sehr knapp und eigentlich nur noch so Gruppe retten, ich nenne es mal, um zu verhindern, dass da gar nichts mehr aufbereitet wird. Und bei diesem strukturellen Transfer, das finde ich sehr spannend, ja. Also ich sag mal, dieser persönliche Wissenstransfer, da ist man ja schon seit Jahren dran mit unterschiedlichen Techniken, unterschiedlichen Methoden. Der strukturelle Transfer ist ja aber mindestens genauso wichtig, finde ich sehr spannend, was Sie da tun. Was ist da so der Zeitpunkt, zu dem solche Transfers stattfinden?
Da ist richtig, kann ich das nur nicht greifen. Irgendwie. Ja, das verstehe ich gut. Das ist, glaube ich, auch wenig weit verbreitet, oder obwohl es eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr nahe liegt, in den Situationen ja genauso mit Wissenstransfer zu arbeiten, wie wenn eine Person eine Organisation verlässt. Der Zeitpunkt ist oft dann, wenn praktisch so die Vorbereitung für die Veränderungen stattfindet. Also das wäre für mich der optimale Zeitpunkt. Also ich sage jetzt mal, das kommt natürlich auch auf die Komplexität an, es kommt darauf an, wie viele Personen da tatsächlich auch wechseln oder wie groß die Veränderungen sind. Ich sage mal so, in der eher heißen Zeit des Wechsels, also vielleicht 8 Wochen, bevor tatsächlich vollzogen wird, also in einer Zeit, wo praktisch schon sehr, sehr deutlich ist, was sich verändern wird, in der sehr, sehr deutlich ist, zum Beispiel auch bei der Frage, was wird denn noch an Aufgaben erledigt, bevor der Transfer stattfindet, aber auch in einer Zeit, die eben noch nicht, wo der Wechsel noch nicht stattgefunden hat, also dass die Kollegen einfach noch Zeit haben, auch diese Nachbearbeitung der offenen Fragen zu leisten. Also es lässt sich pauschal sehr sagen, wann man das tun sollte. Ich würde es einfach in diesem, das wäre eine Art Change-Prozess, der da auch stattfindet auf einer anderen Ebene, dass man das einfach mit einplant in diesen Change-Prozess und dann auch schaut, wann ist ein optimaler Zeitpunkt für diesen Wissenstransfer, ohne die Kollegen zu sehr zu belasten. Mhm. Aber wir haben das als praktisches Beispiel noch, wir haben auch konkrete Beispiele, wo wir quasi in der heißen Phase, also in den 4 Wochen vor Weggang auch der Teamleitung, diesen Wissenstransfer noch initiiert haben. Also man kann da sehr schnell auch mit den Dingen reagieren, braucht keine lange Vorbereitungszeit. Ist es dann in der Regel so, dass Sie mit diesem Angebot dann aktiv auf die Kollegen zugehen, weil Sie halt mitbekommen, dass solche Veränderungen anstehen oder auch persönlicher Weggang ansteht? Oder hat sich das Instrument schon so etabliert, dass die Kollegen auf Sie zukommen und sagen, bei uns steht was an, könnt ihr uns nicht unterstützen? Also da sind wir in der Übergangsphase. Ich habe ja den großen Vorteil, in der Organisations- und Personalentwicklung zu sitzen. Das heißt, meine direkten Kollegen, die ein Zimmer weiter sitzen und mit denen wir monatliche Fixe haben, die betreiben ja diese Veränderungsprozesse oder da werden die Organisationsverfügungen auch gemacht. Das heißt, wir haben einen guten Austausch darüber und sind im Moment dabei, es zum Standard zu machen, eben zu gucken, bei welchen Prozessen von diesen Veränderungen macht es auch tatsächlich Sinn, dass ich mit dem Wissenstransfer begleite. Also das heißt, ich komme direkt mit im Bereich und die andere Geschichte ist natürlich, die Führungskräfte in den Dienststellen anzusprechen und es anzubieten, auch als beratende oder begleitende Unterstützungsmaßnahme, sodass wir einfach die Bereiche dabei mit diesem Vorgehen zusätzlich unterstützen können. Wer entscheidet denn letzten Endes, also gerade jetzt bei diesem persönlichen Transfer, wer entscheidet denn, ob jetzt dieser Workshop oder dieses Angebot in Anspruch genommen wird, wenn ein Mitarbeiter geht? Ist das am Ende die Führungskraft der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters? Also zuerst, das wird ja sicher nicht für alle Mitarbeiter einfach so standardmäßig gemacht, ne? Weil es ist ja schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Genau, es gibt einen bestimmten Aufwand und an bestimmten Stellen macht das vielleicht auch wenig Sinn. Also ich mache mal ein Beispiel, ohne die Kollegen jetzt irgendwie auch abwerten zu wollen. Wir haben einen Bereich wie Bürgerdienste, da haben wir in der Schalterhalle, ich glaube es sind etwa 20 Kollegen oder so sitzen, die im Prinzip die gleichen Aufgaben haben. Also für die Kollegen würde ich keinen Wissenstransfer initiieren, weil die sich gegenseitig einarbeiten und da eben permanente Einarbeitung gewährleistet ist. Also das bedeutet, die erste Entscheidung hat die Führungskraft, das ist für uns auch die zentrale Rolle, die das initiiert. Für ihre direkten Mitarbeiter oder mehr oder weniger direkten Mitarbeiter. Und letztlich ist es dann aber auch der Beschäftigte oder die Beschäftigte, die sagt, ja, ich bin bereit, diesen Wissenstransfer zu machen. Also ich habe auch 1 oder 2 Fälle, wo die Kollegen einfach aus unterschiedlichsten Gründen, persönliche Gründe sagen, nee, ich möchte den nicht machen, nicht wahrnehmen, das kommt einfach vor. Aber das sind, ich weiß nicht, vielleicht
1 bis 2%, sowas in dem Dreh. Für mich wäre jetzt tatsächlich nochmal die Frage, wie ist denn die Akzeptanz bei den Leuten? Sagen die jetzt, hurra, wir dürfen das machen und sind ganz begeistert, ihr Wissen weiterzugeben, oder wie motivieren sie die Leute da mitzumachen und wirklich das relevante Wissen weiterzugeben? Also ich versuchte natürlich durch ein nettes und sehr aufschlussreiches Informationsgespräch, das Lust und Laune macht, diesen Wissenstransfer zu absolvieren, zu motivieren. Letztlich, glaube ich, haben wir bei der Motivation die ganze Bandbreite. Also es gibt Kollegen, die sagen einfach, ja, ich mache es halt in Anführungszeichen, weil sie gewissenhafte Kollegen sind, auch wenn sie jetzt unbedingt diesen Wissenstransfer dann hat. In der Zeit ist es ja ohnehin meistens eine Abschiedsphase, die emotional immer was mit Menschen macht. Und das sind auch die Gefühlslagen, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist die eine Möglichkeit der Motivation. Sie sind gewissenhaft und sagen, ja, das wird angeboten, also dann mache ich halt mit, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, die Mehrzahl, und das ist das, was ich so meistens erlebe, ist einfach froh darüber, ein Stück weit davon entlastet zu werden, sich selber eine Vorgehensweise zu überlegen, um dieses Arbeitsgebiet gut aufzubereiten und gut übergeben zu können. Und sich da eben mehr oder weniger auch selber was überlegen, auf welche Art und Weise sie das zu machen, weil wir dafür eine Struktur anbieten. Also ich glaube, der Vorteil ist, und das ist das, was wahrscheinlich dann die Motivation auch ausmacht, dass es einfach eine sichere Struktur bietet. Also zum einen die Frage, habe ich an alles gedacht? Die zweite Frage, ja, wie bringe ich das denn rüber an meinen Nachfolger, vor allem wenn ich nicht mehr da bin? Und das dritte ist eben dann eben auch die Bandbreite der Themen, wo ja, glaube ich, jeder auch ein bisschen anders entscheiden würde, was genau beschreibe ich denn da? Also bis hin zu, muss ich eine Prozessbeschreibung oder so liefern von Aufgaben oder von Abläufen, die ich habe? Und das wird dann ein Stück weit abgenommen, also die Entscheidung darüber wird abgenommen durch die Vorgehensweise. Ich glaube, das ist eine echte Unterstützung. Gut, vielen Dank. Ich habe noch eine zweite Frage, die mir gekommen ist. Das hängt mit Gabrieles Frage zusammen, ob die 4 Stunden nicht etwas knapp sind. Kommt das häufig vor, dass Leute so einen, ich sag mal, so einen halben Tag oder Tag später noch Dinge einfallen, die sie dort vergessen haben? Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, weil wenn man das jetzt mit einmal machen muss, dann bleibt doch das ein oder andere liegen. Wie geht man damit um? Kommt das erstmal vor und wenn, wie geht man damit um? Also es kommt gar nicht so oft vor, hin und wieder. Und ich gehe da so vor, dass ich schon im Workshop signalisiere, es ist nichts in Stein gemeißelt, kann alles hinterher ergänzt und verändert werden. Also das heißt, auch den Druck von den Leuten zu nehmen, sie müssen in genau diesen 4 Stunden alle Inhalte liefern, weil wir ja praktisch die Phase der Nachbearbeitung noch haben, wo sie durchaus Dinge ergänzen können, die im Workshop nicht zur Sprache kamen. Und es kommt auch vor, aber eigentlich gar nicht so oft. Also meistens geht es dann eher so um die Feinheiten, die in der Dokumentation ergänzt werden, die aber auch den Inhalten aus dem Workshop passieren. Also das ist, ja, und es ist auch irgendwo ein fließender Prozess. Ich finde es auch nicht schlimm, sondern eher ein Vorteil dafür, dass man in einer bestimmten Phase einfach auch ein bisschen Zeit hat, das nochmal sacken zu lassen und danach zu bearbeiten. Also danke, ich habe das noch eine Frage jetzt zum eigentlichen Prozess. Die haben ja jetzt praktisch die Metaplanwände da, da steht das Ganze dran und irgendjemand überträgt das ja jetzt von diesem Foto auf die Word-Datei oder das Excel-Dokument. Machen Sie das als Moderator oder Wissensgeber? Das macht normalerweise ein Moderator. Das hängt zum einen jetzt ganz banal natürlich an der Schrift im Sinne von die Handschrift, wie ist die lesbar. Aber auch da geht es natürlich darum, einigermaßen so zu schreiben, dass es hinterher gut erkennbar ist. Aber normalerweise ist es der Moderator, der die Dinge abschreibt und da ist der Zeitaufwand vielleicht 1 bis 2 Stunden sowas in dem Dreh. Vielen Dank, Gabriela. Du hast doch noch Fragen gehabt, hast du? Ja. Ich hoffe, also ich habe noch eine Frage, Frau Gebler, die jetzt vielleicht ein bisschen schon weggeht von dem Thema. Also ich entschuldige mich schon jetzt, aber Sie haben ja bei sich auch Employer Branding und Wissensmanagement und hatten auch die letzte Folie mit Mannheim, Good Place to Work. Was denken Sie denn, diese ganzen Themen, Wissensmanagement, Wissenstransfer, andere Instrumente, die Sie anbieten, welche Rolle spielen die denn bei diesem Thema Employer Branding? Spielen die eine Rolle?
Also mit dem Thema Employer Branding, da sind wir im Moment in den ersten Anfängen. Das heißt, es wird zurzeit aufgebaut, oder wir sind dabei, das zurzeit aufzubauen. Es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Da gibt es mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wir versuchen, eben durch moderne Vorgehensweisen eben auch zu vermitteln, dass die Mannheimer Verwaltung ein guter Arbeitgeber ist. Und da sind wir direkt beim Thema Employer Branding. Wenn wir eine Stelle ausschreiben und eben im Vorfeld schon signalisieren können, dass wir daran interessiert sind, den Leuten auch eine gute Einarbeitung zu bieten, und da zählen die Ergebnisse des Wissenstransfers dazu, dann hoffen wir natürlich, dass sich Bewerber, die vielleicht mehrere Optionen haben, eher für Mannheim entscheiden, als das woanders hinzugehen. Also, und insgesamt glauben wir auch, das zeigt ja dieses Vorgehen mit dem strukturellen Wissenstransfer, dass wir auch für interne Wechsel und Veränderungen, die wir da haben, eben Vorgehen bereithalten wollen, um diese Dinge zu unterstützen, um eben viel flexibler, effizienter und auch schneller und besser, also wir wollen ja auch die Qualität dadurch halten, besser zu werden. Es spielt eine große Rolle auch zu den Themen. Zum Thema Arbeitgebermarke und auch das Image, das die Stadtverwaltung nach außen trägt, und aber eben auch für die interne Kultur Wissen besser oder viel mehr noch zu teilen, als wir das zurzeit tun. Ja, vielen Dank. Ich finde das spannend, weil ich finde, das ist so ein Argumentationskanal, den Wissensmanagement noch gar nicht so gut nutzt, und ich bin da nicht mit Ihnen ganz d'accord, dass das in diesem Employer Branding, und das wird ja zunehmend ein Thema und gerade auch für die öffentliche Verwaltung, durchaus ein interessanter Aspekt ist für die Generationen, die da jetzt nachwachsen und die ja immer stärker umworben werden. Ja? Also danke nochmal für ein paar gute Argumente, also, da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, das war schon meine letzte Frage. Ich weiß nicht, Dirk, hast du noch? Also ich habe noch meine typische Abschlussfrage in dem Fall. Okay, dann stell die letzte Frage. Genau, das ist ja das. Also man will ja selber auch in Zukunft noch arbeiten und hat in seinen Tätigkeiten immer so ein paar Sachen, das sind noch so Herausforderungen, wo man sagt, da könnte das, was man macht, noch besser werden. Was sind denn die großen Herausforderungen für Sie, die Sie so in den nächsten 1 bis 2 Jahren noch angehen wollen in dem Themenbereich? Also die große Herausforderung, die habe ich ja schon angedeutet, und ich weiß gar nicht, ob da die nächsten 1, 2 Jahre, also zur Umsetzung zumindest, reichen, dass wir eben im Alltag stärker dieses Bewusstsein oder die Notwendigkeit verankern, dass mehr von dem dokumentiert wird, was wirklich relevant ist und eben nicht, also uns mangelt es ja nicht an Akten oder an Ordnern oder an einer Menge von Unterlagen, sondern was sind die Dinge, die wirklich relevant sind, nämlich was sind Zusammenfassungen, was sind Erfahrungen, die die Leute haben in der Bearbeitung von Fällen oder eben auch in Führungsaufgaben. Also dass das mehr zum Alltag wird und stärker geteilt und auch ein Thema. Und ganz aktuell für mich eine Herausforderung ist nochmal das Thema SharePoint Business Management. Was ist andere gegen Führungskräften und so weiter Unterlagen zur Verfügung zu stellen und das auch wirklich als Angebot zu sehen, also von deren Seite, dass sie rege wahrnehmen. Das sind so meine beiden großen Themen, die ich habe, und perspektivisch vielleicht nochmal doch mit dem Thema Wiki-Tool innerhalb der Stadtverwaltung Mannheim, ja, das anzugehen und aufzubauen. Gut, also ganz vielen Dank nochmal für die Information. Ich fand es auch hochspannend und vor allen Dingen sehr interessant, wie Sie es machen in die beiden Richtungen, individueller Wissenstransfer und struktureller Wissenstransfer. Und ich wünsche auch ganz viel Erfolg jetzt in den kommenden Jahren, wenn noch mehr Leute ausscheiden. Und ich denke, es ist ein gutes Beispiel auch für andere Verwaltungen, das zu übernehmen. Also vielen Dank, dass Sie Zeit dafür hatten. Ja, ich bin sehr beeindruckt, Frau Gebler, das war klasse. Das gibt ein tolles Video mit einem tollen Praxisbeispiel, also Hut ab, und auch was Ihre Herausforderungen angeht, da haben Sie sich gute ausgesucht, da drücke ich die Daumen. Vielen, vielen herzlichen Dank.